George, kommen Sie rein, setzen Sie sich. Wie geht's Ihrer Frau? Als wir uns scheiden ließen, war sie sehr, sehr wütend. Du bist ein rücksichtsloser Mensch und hast nicht mal ein Funkengefühl. Und du bist die schönste Frau, die ich je gekannt habe. Was? Und wen hat Ihre Frau dann geheiratet? Er verscherbelt Gott und die Welt. Umarmt euren Vater. Hast du saubere Hände? Verstehe. Und Ihr Sohn? Stressig. Ich werde dich für den Rest meines Lebens hassen. Das ist Familientradition. George, wir müssen uns von Ihnen trennen. Ich bin seit 20 Jahren hier. Das ist zu lang. Stimmt genau. Ich reiß die Hütte ab und baue ein Haus. Das willst du doch schon seit 20 Jahren. Ich will, dass Sam im Sommer bei mir ist. Ich komm nicht mit! George! Sam verbringt den Sommer bei mir. Und wenn er mich hasst, wenn du mich hasst, ist mir egal. Darf ich dich auch hassen? Du kannst machen, was du willst. Du lebst in der Garage und verlangst von mir, dass ich draußen im Garten dusche. Komm zu uns, wann immer du willst. Dieser Schrotthaufen gehört schon lange abgerissen. Oh, hallo, George. Ratet mal, wie viele Sozialwohnungen die Stadt für dieses Grundstück genehmigt hat. Gib mir ein Handtuch, ich möchte raus. Mein Gott, bist du verklemmt. Ich komm rein. Ich war 6 Jahre hier und 2 davon habe ich gehasst. Welche 2? Im 1. Jahr war ich nicht sicher, ob du mich wirklich liebst und im 2. ob ich dich wirklich liebe. Wir bauen etwas, das ich dir mit Stolz schenken kann. Bau mit mir dieses Haus. Du irrst dich, was das 1. Jahr angeht. Ich habe mich schon oft im Leben geirrt. Wie wird man etwas, das man nicht ist? Was bist du jetzt? Nichts. Warum hast du gesagt, ich sei für dich die schönste Frau der Welt? Ich muss es wissen. Hast du gehofft, dass ich dich irgendwann gern hab? Ich wollte, dass du mich irgendwann liebst. Du veränderst dich so langsam, dass du gar nicht mitkriegst, dass das Leben besser oder schlechter ist. Bis es das ist mir passiert.